Hallihallo, liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, wir sind in der Karriere bei den Prototypen angelangt und da haben wir ja die, sagen wir mal, Einstiegsfolge. Naja, wir haben es überlebt, sagen wir es mal so. Also es war eher schmeichelhaft, was ich da abgeliefert habe und auch was, na, muss auch sagen, was auch die drei Vatare abgeliefert haben. Also es war schon sehr viel Crash dabei, vor allem im letzten Rennen, das war ja wirklich ein Chaos. Natürlich möchte ich meine Fehler da nicht schönreden, die habe ich auch gemacht und hatte so ein bisschen meine Probleme, definitiv mit dem Peugeot 908 sind wir da gefahren, den Sieger von 2009. Und ja, egal. Das ist jetzt Vergangenheit, sag ich jetzt einfach mal. Es soll jetzt auf jeden Fall besser werden. Und heute fahren wir ja den 2006er, glaube ich, müsste das sein, oder? Müssen wir nochmal gucken, zur Sicherheit, dass wir nichts Falsches sagen. Genau, den 2006er Audi R8. Und ja, der Audi R8, vielleicht dazu, bevor wir ins Rennen starten, weil beim Rennen sollte ich mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Das war in der letzten Folge so ein bisschen das Problem, dass ich halt viel gelabert habe und dann das Auto irgendwie vergessen habe. Und gerade so Prototypen, ja, da sollte man schon ein bisschen konzentrierter fahren. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal im Vorfeld, wenn ich danach am Rennen etwas ruhiger bin. Aber da könnt ihr euch ja dann auf das, was passiert, konzentrieren und weniger auf das, was ich sagen möchte oder laber. Aber jetzt im Vorfeld zum Audi R8 möchte ich natürlich auch noch mal ein bisschen was loswerden. Nicht zu verwechseln. Natürlich mit dem R8, der so auf der Straße rumfährt. Den hier, diesen Prototyp, gab es vorher schon. Ja, der Audi R8 ist wohl, muss man sagen, gerade was Le Mans betrifft, der bekannteste, nicht der bekannteste nicht, aber der erfolgreichste oder das erfolgreichste Fahrzeug überhaupt. Nämlich ganze, haltet euch fest, 5-mal hat der Audi R8 Le Mans gewonnen. Und zwar 2001, 2002, 2003 nicht, da hat ein Bentley Speed 8 gewonnen, dann aber wieder 2004 und schlussendlich auch 2005 hat der Audi R8 gewonnen. Natürlich wurde der auch immer wieder ein bisschen überarbeitet, das ist ja klar, die lassen ja natürlich nicht die alte Technik immer ran, aber grundlegend der Audi R8, so wie wir ihn hier sehen, fuhr oder hat 5-mal Le Mans gewonnen und ist, wenn ich das auch richtig angeguckt habe, das erfolgreichste Auto. Kein Auto hat mehr wie 5-mal, beziehungsweise hat überhaupt 5-mal Le Mans gewonnen. Der Nachfolger, auch ein berühmtes Fahrzeug, der Audi R10 TDI, das war ja dann, als Audi dann mit Diesel angetreten ist, der hat das Ganze 3-mal gewonnen, der R15 glaube ich nur 1-mal und dann der R18 auch 4-mal, zumindest einmal der normale R18 1-mal und der e-tron, der Quattro, dann sogar 3-mal, aber eben 5-mal. Hat erstens noch kein Audi und überhaupt gar nicht hat irgendein Fahrzeug so oft gewonnen. Ich rede jetzt nicht von der Marke, sondern ich rede tatsächlich vom Modell. Natürlich noch ganz berühmtes Modell ist natürlich der Ford GT40, der 4-mal gewonnen hat, aber eben auch nicht 5-mal. Das ist schon ein sehr, sehr, ja, erfolgreiches Fahrzeug und das gehört dann einfach, finde ich, auch dazu zum Spiel und auch zum Let's Play, dass wir den hier jetzt eben in der Karriere, in der Prototyp-Karriere fahren. Und ich bin einfach mal gespannt, ob wir hier mit diesem R8 FSI ja, an die Erfolge anknüpfen können, an diese großen Erfolge, die Audi damit gefeiert hat. Man muss ja auch sagen, das war ja auch das erste Siegerauto von Audi 2000, als sie mit dem angetreten sind. Ja, sehr erfolgreiches Auto einfach, war auch sehr erfolgreich in der WEC-Serie, also in der Langstreckenserie, auch ganz viele Erfolge gefeiert. Also kann ich vielleicht auch mal gerade auf die Liste gucken, was da berühmte Sachen waren. Also die 12 Stunden von Sebring hat er gewonnen. Hat die American Le Mans Series sogar gewonnen in 2000, 2001, sogar die European Le Mans Series gewonnen, Sebring auch. Also Sebring hat er, glaube ich, jedes Jahr fast gewonnen, wo er am Start war, jawohl. Also 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 und dann auch noch 2005 hat er auch die 12 Stunden von Sebring gewonnen. Also ja, sehr, 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 sehr erfolgreiches Fahrzeug, dieser R8. Das wahrscheinlich erfolgreichste Fahrzeug von Audi. Und ja, das werden wir heute fahren. Sebring werden wir leider nicht fahren, da sind wir in der letzten Folge schon gefahren. Aber das muss ja nicht schlecht sein. So, wir fahren hier in der Lackierung, beziehungsweise auch mit dem Modell 2006, ist das letzte Modell und auch die letzte Lackierung. Also das war hier mit der Lackierung, auch mit diesem Fahrer, das war der letzte Ausritt. Also es ist hier wirklich das Last-Modell, Last Edition. Und das ganz, ganz Interessante ist jetzt, was ich rausgefunden habe, das allerletzte Rennen, die letzte Ausfahrt dieses R8 wurde, oder das letzte Rennen besser gesagt,
war tatsächlich auf dem Lime Rock Park in 2006. Ja, und Lime Rock Park, wer sich vielleicht ein bisschen informiert hat und das ein bisschen mitbekommen hat, ist die Strecke, die wir ja auch in Forza Motorsport 6 haben. Und das ist ja auch eine Strecke, wo vielen denken, oder gerade Europäer denken, kenne ich gar nicht die Strecke. Aber ja, da können wir jetzt geschichtlichen Bezug dazu nehmen, zu dieser neuen Strecke, eben dieser R8, dieser berühmte und vor allem ja, erfolgreiche R8 hat da seinen letzten Renneinsatz gehabt. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir möchten natürlich Rennen fahren und ich möchte euch am Anfang nicht zu sehr zusülzen, deswegen legen wir los und fahren nach Silverstone oder ja, fliegen nach Silverstone oder wie auch immer. Wir werden da auf jeden Fall ein Rennen fahren auf dem Silverstone Circuit und da 2006 oder 2005 hat, der 2005 war das, da hat der R8 auch die 1000 Kilometer von Silverstone gewonnen, auch wenn es damals 2005 noch eine andere, die alte Streckenvariante war, muss man auch dazu sagen. Ja, vielleicht zum Motor selber. Ist ein V8-Motor drin, 3,6 Liter Hubraum, um die 500 PS Leistung. Das hat natürlich inzwischen den Jahren immer ein bisschen geschwankt. Gewicht um die 900 Kilogramm, also ein relatives Leichtgewicht. Ja, das kann ich noch dazu sagen. Vielleicht weiß der ein oder andere von euch noch ein paar wichtige, interessante Daten zu diesem Audi R8. Die kann er natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten würde ich sagen, starten wir das Rennen. Ich konzentriere mich jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr wie in der letzten Folge und gucken wir mal, was geht. Ja, großer Unterschied natürlich zum Peugeot ist, wir haben jetzt ein offenes Cockpit. Audi ist ja lang mit offenem Cockpit gefahren. Erst mit dem R... Oh ja, cool, ich würge gleich mal ab am Start. Erst mit dem R18 haben sie dann auch dieses geschlossene Cockpit gehabt, beziehungsweise jetzt fahrt ja eigentlich jeder Prototyp mit diesem geschlossenen Cockpit. Selbst die LMP2 steigt jetzt ja nach und nach um auf die geschlossenen Cockpits. Aber ja, die offenen haben halt einen Vorteil. Wir haben etwas mehr Überblick. Das hatten wir nämlich in der letzten Folge fast gar nicht. Und was wir auch hier haben, ist, wir haben einen Rückspiegel, der sehr, sehr gut ist. Nämlich der haben wir direkt hier gleich links neben wir. Und den rechten sehen wir auch noch ein bisschen. Also so schlecht ist es hier jetzt gar nicht. So, gucken wir mal. Was der fünffache Le Mans-Sieger hier auf Silverstone so leisten kann. Ich muss mich jetzt natürlich auch erst wieder eingrooven. Fährt sich natürlich ein bisschen anders da wie der Peugeot. Dreht auch ein bisschen höher natürlich. Bis 8000 Umdrehungen, das ist gar nicht so schlecht. Drei Vatare weiterhin sehr aggressiv unterwegs. Ich weiß nicht, welche Biene die einfach gestochen hat in dieser Le Mans-Serie. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Fahrzeuge wahnsinnig breit sind und damit kommen irgendwie die drei Vatare nicht so richtig klar. Aber das ist mir jetzt auch relativ egal. Boah, die ziehen hier richtig zu. Guck mal, wie der reinfährt. Also, ich meine, irgendwo muss ich auch noch hin, Junge. Ich meine, es ist klar, Kampflinie, aber ein bisschen Platz zum Leben dürfst du mir trotzdem lassen. Hätte ich nichts dagegen. So. Fahren den jetzt einmal ein bisschen aus Wegs. Okay, das war jetzt eine dumme Linie. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass ich da nicht außenrum vorbeifahren kann. Ja. Motorensound ist natürlich jetzt auch ein bisschen anders da als beim Peugeot noch. Und ja, die Fahreigenschaften sind auch ein bisschen anders da. Aber man muss sagen, ja, ich komme mit dem ganz gut klar. Also besser bis jetzt wie mit dem Peugeot. Gut, liegt einerseits daran, ich habe es da auch schon angekündigt, ist jetzt halt die zweite Folge mit den Prototypen. Das heißt, ich bin schon ein bisschen jetzt eingefahren. Und andererseits halt, wie gesagt, dieses offene Cockpit macht halt auch was aus. Wir haben hier einfach deutlich mehr Überblick. Und Überblick ist, gerade wenn man Rennen fährt gegen andere, wirklich von Vorteil. Wäre es jetzt Rennen auf Zeit gewesen, wäre das gar nicht so schlimm gewesen mit dem Peugeot. Aber jetzt hier so mit dem Rennfahren. Ist es hier so etwas besser zu fahren mit dem Überblick. Vor allem auch der Rückspiegel, den man hier auch wirklich aktiv nutzen kann. Das war jetzt hier ein bisschen blöd gefahren, die Kurve. Und so setzt sich hier der R18 wieder vor uns. Aber hier auf der Gerade ziehen wir wieder vorbei. Ja, und da sieht man halt auch den Unterschied bei den alten Fahrzeugen. Die haben halt einfach noch ein bisschen mehr Topspeed generiert im Vergleich zu den neuen. Die neuen haben halt mehr Kurvenspeed. Deswegen macht hier der R18 da hinten auch mächtig Druck in den Kurven. Aber immer wenn es dann zum Rausbeschleunigen geht, da können wir dann die Power des R8 ausnutzen. Zusätzlich muss man natürlich sagen, da muss man ehrlich sein, sind halt diese älteren Fahrzeuge vom Leistungsindex noch mal ein bisschen getuned. Das heißt, wir fahren jetzt hier nicht die Originalversion des R8s, wie sie damals unterwegs war. Ist ja natürlich ein bisschen noch mal was dran gedreht vom Leistungsindex. Deswegen war auch in der letzten Folge zum Beispiel der GT1 von Toyota so extrem
übel unterwegs. Da muss man auch ehrlich sein. Aber trotzdem sind die alten Fahrzeuge einfach, was Topspeed anbelangt, ein bisschen stärker gewesen als eben die neueren Fahrzeuge. Da wird halt ein bisschen mehr auf Kurvenspeed Wert gelegt, ein bisschen mehr auf Aerodynamik. Und es wurde auch, glaube ich, regeltechnisch auch mal so festgelegt, dass die Fahrzeuge nicht mehr so und so schnell sein dürfen. Weil die hat's der Höchstgeschwindigkeit, die hat halt extrem, gerade in Le Mans, in diesen Langgeraden, extrem zugenommen. Und das war einfach halt zur Sicherheit, haben sie gesagt, nee, wir werden euch jetzt einfach mal sagen, so und so sieht's aus, das soll euer V-Max sein, also eure Maximalgeschwindigkeit. Ihr sollt da nicht mehr viel mehr fahren. Ich glaube, 330 bis 340 oder sowas fahren die aktuellen LMPs. Und ja, zwischenzeitlich sind die mal bis an die fast 400 km/h rangekommen. Also das war schon krass, beziehungsweise wären möglich gewesen, sagen wir es mal so. Und es ist halt dann natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Und gerade beim Rennbetrieb sind halt ja, 400 km/h gerade, ja, das ist schon sehr übel, muss man sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, da sind ja noch GT-Fahrzeuge mitgefahren. Und die GT-Fahrzeuge, die haben natürlich bei weitem nicht so viel Topspeed generieren können. Und das ist halt, ja, wenn da halt mal so 100, 120 km/h Geschwindigkeitsunterschied ist, das ist schon sehr, sehr, sehr gefährlich, muss man einfach sagen. Und vor allem auch, wenn es einen Unfall gab bei so hohen Geschwindigkeiten, ja, das ist halt ja, nicht gerade gesund, sagen wir es so. Von dem her ist es auf jeden Fall in Ordnung, dass sie gesagt haben, nee, Leute, geht mal ein bisschen mehr auf Kurvenspeed, das ist okay, aber halt nicht so auf Topspeed mehr, dass diese Tour-Topspeed hat beendet wird. Aber das bockt uns jetzt hier in Forza nicht, wir fahren gern schnell. Und ihr seht, wir fahren auch aktuell sehr erfolgreich hier auf Silverstone. Wir kommen hier mit dem R8 auf jeden Fall schon mal deutlich besser klar. Aber ich muss auch sagen, er fährt sich auch um einiges präziser als der Peugeot. Der Peugeot, da hatte ich immer so das Gefühl, es fährt ein bisschen schwammiger. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, ich fahre hier eine absolut präzise Waffe. Also das ist echt, macht richtig Spaß, den zu fahren. Wie gesagt, zusätzlich halt diesen Überblick, die Übersicht, die man hat. Und natürlich, was halt natürlich auch noch ist, wir haben hier tatsächlich einen Linkslenker. Eigentlich untypisch für Prototypfahrzeuge. Wir waren ja meistens Rechtslenker. Hat auch Zusammenhang mit Le Mans zu tun, weil wir da halt mehr Rechtskurven haben. Aber mir kommt das natürlich sehr entgegen, der Linkslenker. Ich komme damit einfach besser klar. Und das macht natürlich auch nochmal was aus. Und ich würde sagen, easy Sieg, muss ich sagen, mit dem R8, mit dem fünffachen Le Mans-Sieger-Fahrzeug. Da ja, kann ich mich nicht beschweren, ein bisschen ein paar Schläge haben abgekriegt. Klar, das ist halt so bei den drei Vatanen, da versuche ich mich jetzt Stück für Stück wieder ein bisschen anzupassen. Möchte natürlich nicht rammen, aber das ist halt, drei Vatanen fahren zum Teil halt einfach eine sehr, 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 sehr komische Linie. Das wisst ihr selber. Wenn ihr es nicht wisst, ja, dann weiß ich auch nicht, man sieht es eigentlich, dass sie sehr, sehr fragwürdige Linie zum Teil fahren. So, ja, wir kriegen hier nochmal ein Level-Up, auch nochmal eine Affinitätsstufe höher bei Audi. Da sage ich ja auch nicht nein. Und dann gehen wir gleich weiter, nachdem ich hier die Wiederholung gespeichert habe, zum nächsten Rennen. Also der Auftakt schon mal deutlich besser als in der letzten Folge mit dem Peugeot. Also es sah schon mal um einiges besser aus. Mal gucken wir mal, wie es jetzt dann gleich weitergeht. Und beziehungsweise wohin denn die Reise geht, das wird ja auch interessant sein. Als nächstes warten die Hügel des Mount Panorama Circuit in Australien auf Sie. Okay, Bathurst mit Prototypen. Tja, das ist mal ein interessantes Experiment, möchte ich sagen. Gerade dieser Bergabschnitt mit diesen breiten Fahrzeugen. Also überholen ist da eher, sollte man eher lassen. Und ja, da der R8, wie man ja gerade gesehen hat, gar nicht so schlecht auf den Geraden ist, glaube ich, werde ich das auch taktisch so nutzen, dass ich da oben, wenn sich nicht gerade die mega große Lücke anbietet, eher hinten dann hinten dem Driver-Tab bleiben werde und dann auf der Gerade versucht zu attackieren und zu überholen, weil ja, ich glaube, da oben mit diesen breiten Fahrzeugen ist eher schwierig, muss man einfach mal so sagen. Deswegen lassen wir das mal. So, wir starten vom 8. Platz, die einzigste Strecke, wo wir ein bisschen weiter vorne starten dürfen. Weil halt gerade eben das Überholen hier sehr, sehr schwierig ist. So, jetzt probieren wir unser Glück hier am R18. Ziehen wir natürlich locker vorbei, der hat natürlich, was Topspeed angeht, gar keine Chance. Vor uns haben wir... boah, das war ganz knapp. Da hat er richtig abgebremst, der Mazda vor uns. Der Driver-Tar von Matti.
Grüße an dieser Stelle. Auch ein treuer Zuschauer mittlerweile geworden. Auch der Panda kennen wir ja aus den Specials. Hier der Drivatar von ihm unterwegs. Boah, ja, hier im ersten Gang anfahren ist echt nicht einfach. Aber im zweiten wären wir, glaube ich, im Drehzahl etwas zu niedrig gekommen. Ja, und der Mazza, den hört man halt. Der hat halt extrem Sound. Ja. Wer mal den Mazza erleben will, der muss mal gucken in der Playlist. Also wir sind die Prototypen schon gefahren in der Mehrklassenveranstaltung. Da bin ich unter anderem auch den Mazza schon gefahren, auch den GT1 und den Audi. Den bin ich sogar schon dreimal gefahren im Laufe des Let's Plays. Also von dem her, den haben wir schon genug gesehen. Aber ich habe jetzt gesagt, hier bei diesen Prototypen fahren wir jetzt mal die Prototypen, die wir noch nicht gefahren sind. Wie unter anderem den Peugeot, den wir in der letzten Folge gefahren sind. Oder den R8, sind wir auch noch nicht gefahren. Und wir sind auch auf jeden Fall nicht den Ferrari gefahren. Den werden wir auch noch fahren. Den werden wir dann in der letzten Folge oder beziehungsweise in der nächsten und der letzten Prototyp-Folge dann fahren. Und da werden wir, denke ich, auch noch viel, viel Spaß mit haben mit dem Ferrari, mit dem F333. So, bis jetzt geht der Plan ganz gut auf, wie ich gesagt habe, auf der Gerade attackieren wir. Ich jetzt hier auf der Bremse sogar. Na, ich traue mich noch nicht so wirklich so richtig spät zu bremsen, obwohl hier der Audi hier auf der Bremse um einiges angenehmer zu fahren ist als der Peugeot, den wir zum Beispiel jetzt gerade vor uns haben. So, jetzt hier aber auf der Gerade. Wenn er uns den Platz lässt, werde ich den Angriff wagen. Und das klappt schon mal gut. Schon mal Platz 2. Und ganz vorne fährt, glaube ich, auch ein Audi R8. Also gleiches Fahrzeug, wie wir hier haben. Dann versuchen wir jetzt gleich mal zu attackieren. So, ich probiere es jetzt doch mal im zweiten Gang. Ja, aber wir haben dasselbe Problem. Durch diese Bodenwellen da oben. Es ist gar nicht so einfach, das Auto unter Kontrolle zu halten. Der ist hier extrem langsam in den Kurven unterwegs. Aber ja, wie schon gesagt, ich werde nicht unnötig hier attackieren, wenn sich keine riesige Lücke bietet und er bremst einfach hier ab in der Kurve. Das ist halt wieder mal so typisch Drivatar. Es gibt bei denen tatsächlich nur Bremsen und Gas geben. Es gibt kein Lupfen, kein Gaslupfen, das gibt es bei denen nicht. Das ist halt echt ein bisschen blöd, gegen die dann zu fahren. Gerade ich bin jemand oder habe so einen Fahrstil, wo ich sehr gerne das Gas lupfe. Und ich meine, das muss man auch irgendwo tun, wenn man schnell sein will, weil Bremsen ist meistens halt, ja, dann zu viel des Guten. Und immer Gas geben ist auch nicht immer perfekt. Und ja, das macht halt gegen die Drivatar dann, macht es halt schwierig. Aber egal, wir sind jetzt vorne, auch wenn es eine kleine Berührung gab. Aber das soll mir scheißegal sein. Okay, da quietscht es ordentlich, richtig hart angebremst. Na, wir liegen vorne, wir liegen in Front, also ja, es sieht so aus, wenn ich jetzt hier keinen großen Fehler mehr mache, können wir die Siegesserie fortsetzen des fünfmaligen Le Mans Siegers, beziehungsweise Le Mans Sieger Autos, der R8. Sehr cooles Fahrzeug. Es gab ja auch vom R8, hier gab es ja auch so Vorkonzepte oder Vorprototypen. Ich glaube, der eine hieß R8C und der eine, glaube ich, R8R oder sowas. Könnt ihr mal ein bisschen recherchieren auf Google, beziehungsweise einfach mal R8 Prototyp eingeben. Da gibt es auf Wikipedia auch einen interessanten Link dazu. Also da könnt ihr ruhig mal vorbeigucken und vielleicht der ein oder andere von euch weiß auch noch ein bisschen mehr Infos. Ich bin damals, wo der R8 unterwegs war, noch nicht so wirklich oder habe Le Mans noch nicht so wirklich verfolgt. Mein Le Mans-Interesse, sage ich mal, ist erst in den letzten 2-3 Jahren mit dem Rückkehr von Porsche gestiegen. Und vor allem auch meine Desinteresse von der Formel 1, die da halt größer wurde, hat mich halt einfach mehr zum, sagen wir jetzt mal, Fan will ich mich jetzt vielleicht nicht nennen, aber doch Sympathisant von Le Mans oder der Le Mans-Serie werden lassen, der Langstreckenmeisterschaften. Und eben 2000 bis 2006, da war ich halt ja noch voll im Formel 1-Fieber. Klar, da war halt auch Schumacher-Zeit noch. Ja, bis 2006 ist er ja noch in Ferrari gefahren oder mit Ferrari gefahren. Und deswegen, da war halt die Le Mans, die Interesse mit Le Mans nicht so groß. Deswegen kenne ich mich da auch jetzt nicht so aus. Aber vielleicht der ein oder andere von euch ist vielleicht sogar ein großer Fan der ganzen Sache und weiß dann vielleicht über den R8 noch ein paar ganz interessante Details und kann er gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, da wird sich der ein oder andere Zuschauer auch freuen,
wenn es nochmal ein paar Zusatzinformationen vielleicht in den Kommentaren gibt. Und schließlich sind wir hier auf dem YouTube-Kanal hier, die Pixelhelden, sind wir ja eine große Community, ne? Also da wollen wir ja natürlich schon auch zusammen ein bisschen Unterhaltung, Spaß und natürlich auch Informationen tauschen. Also von dem her, warum nicht? So, und das Rennen ist jetzt schon wieder vorbei, so schnell geht's. Und wir holen uns den nächsten Sieg. Läuft ja ganz, ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich muss auch sagen, der 8 macht richtig, richtig Laune. Der fährt sich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht. Sehr ruhig. Sehr präzise. Ja, doch. Der macht auf jeden Fall richtig Spaß. Auch wenn die Nase wieder ein bisschen was abgekriegt hat. Aber es ist halt, ja, dasselbe Leid. Gegen die Treibertage. Aber ich will es nicht hier jetzt nochmal groß ankündigen. Es ist, ihr wisst Bescheid, warum es so ist. Und wir kriegen auf jeden Fall jetzt nochmal ein bisschen Erfahrung. Nicht schlecht. Und vielleicht beim nächsten Rennen sogar nochmal einen Stufenaufstieg. So, speichern wir das ganze Replay für euch ab. Das war jetzt Rennen Nummer 2. Und dann wollen wir keine Zeit verlieren. Wir wollen ein bisschen Rennaction haben. Und springen gleich zum nächsten Lauf. Und da geht's. Abu Dhabi auf den Yas Marina Circuit, der Heimat des großen Preises von Abu Dhabi. Weder nach Amerika noch nach Europa. Wir sind hier in Abu Dhabi. Ja, Yas Marina Circuit, natürlich bekannt geworden aus der Formel 1. Dieses Rennen, was bei Abend startet und dann in die Nacht hineingeht, das werden wir natürlich hier nicht erleben. Ja, bin ich aber trotzdem mal gespannt, wie wir hier abschneiden können. Hier gibt es natürlich auch eine sehr, sehr lange Gerade. Das sollte auch hier wieder unser Vorteil sein. Also was die Topspeed angeht, sind wir jetzt hier im Vergleich zu den Konkurrenten schon echt extrem unterwegs. Und gerade Yas Marina hat halt wirklich gerade die lange Gerade und auch dann die darauffolgende Gerade ist schon sehr, sehr schnell. Und wenn wir da uns richtig positionieren, können wir da, glaube ich, das auch wirklich nutzen, um gut zu überholen. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Ja, und ich würge wieder ab. Also da muss ich echt hier ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich jetzt für einen Start eher nicht so praktisch. Aber jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier nach vorne kämpfen können. Und ich meine, wir haben jetzt gesehen, der R8 läuft richtig gut in der Kategorie. Und er macht auch richtig Laune. Also Leute, das Fahrzeug macht echt richtig Laune, das fährt richtig ruhig und ja, gut, okay, im Normalfall wäre das jetzt eine klare Abkürzungsaktion von mir gewesen, aber der R18 hat mir jetzt auch wirklich gar keine andere Wahl gelassen, der hat mich einfach mal dahin geschoben. So, da kam ich jetzt nicht so gut raus, aber ich bin jetzt auch weit innen, musste ich jetzt das Ganze anfahren. Ja, und da sieht man, die Topspeed ist jetzt vom GT1 dann noch ein bisschen krasser, aber wir können mithalten. So, die Bremspunkte weiß ich jetzt halt nicht so genau hier. So, bleiben wir mal dran am Ferrari. Zumindest versuche ich es. Ja, also in den unteren Drehzahlbereichen, da ist er ganz, ganz giftig. Und da wir hier jetzt gerade auf dem Yas Marina Circuit halt doch zum Teil sehr langsame Ecken haben, ist es halt natürlich wirklich so eine Sache hier, brechend raus zu beschleunigen. Boah, hier auf dem Curb. Hätte mich jetzt fast gedreht. Also, ja, hier läuft es gerade nicht so gut, nicht so rund. Habe jetzt hier gerade echt so meine Probleme. Richtig in die Balance, in die Spur zu kommen, natürlich. Muss man dazu denken, ich fahre hier absolut Kampflinie. Von der Ideallinie bin ich weit weg und der bremst hier einfach mal wieder extrem ab. Also, das ist echt Wahnsinn bei den Treibern. Also, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn man den in den Windschatten fährt, dann denken sie so: Ne, ne. Mein Windschatten kriegst du nicht. Nee, nee, nee. Ich bremse mal ab. Und dann steigen die voll in die Eisen und du, ja. Ihr wisst es, ihr wisst, wie es ausgeht. Man fährt halt einfach mal voll in den hinten rein. Das ist echt der Wahnsinn, warum sie das echt immer machen. Verstehe ich einfach nicht. Na egal, erste Runde vorbei, 7. Platz. Ja, jetzt nicht unbedingt die beste Ausgangsposition. Und ja, Curb sollte ich definitiv vermeiden hier. Da reagiert der R8 hier nicht so gut drauf. Und ja, was mache ich? Ich vergleiche mal über die Curbs. Aber die gehen auch. Es sind eher die äußeren Curbs, die so ein bisschen Probleme machen. Oh, in den Kurven sind die so langsam. Da könnte ich viel schneller.
sich wieder hier so wahnsinnig eng fahren und gibt dem anderen R8 hier einen Schlag mit. Und wieder hier beim Rausbeschleunigen verliere ich jetzt viel Schwung. Das war wieder scheiße und schon wieder habe ich einen GT1 hinter mir, der halt vorbeizieht. Aber naja, immerhin bin ich innen. Ja, also momentan läuft es nicht so. Boah, da kriege ich einen Schlag ab. Aber gut, ich habe ihm jetzt auch nicht viel Platz gelassen. Also so einen Schlag muss er mir auch nicht geben. Joa, anstrengendes Rennen, muss ich sagen. Das ist das Anstrengendste bis jetzt in der Folge. Ich sollte die Curbs lassen. Sorry. Boah, ja, komm. Jetzt werden die Reifen auch noch heiß. Jetzt ist Grip hier komplett Fehlanzeige. Also mit den Curbs kommt das Auto gar nicht klar. Und jetzt komme ich schon wieder auf die Curbs. Und jetzt verliere ich das Auto komplett. Ja, jetzt ist das Rennen gelaufen. Ja, so erfolgreich wie es war. Ja, und beim Anfahren hat er auch so seine Probleme. Also ja, die Strecke nur liegt, zumindest wenn man hier mitten im Kampf ist, dem R8 gar nicht. Und ich komme mal wieder auf die Curbs. Ja, darauf reagiert das Auto gar nicht gut. Curbs muss man hier echt komplett vermeiden mit dem Auto auf der Strecke. Ich sag's jetzt hier zwar zum 10. Mal und ich mach's immer wieder falsch, aber ist auch gar nicht so einfach. Gerade wenn man hier Kampflinie fährt, da rutscht man halt gern mal ein bisschen weiter raus. Ja, Alter, wie die zuziehen. Oh, furchtbar. Ganz, ganz schreckliches Rennen. Aber naja, so gut wie es jetzt lief, musste es jetzt auch irgendwann mal schief laufen, ne? Vor allem. Oh, ey, ja, bremst da noch ab, du Penner. Lenk halt mal richtig ein. Oh, come on, echt, ey. Was für eine scheiße Fahrt denn hier zusammen. Jetzt, so langsam kriege ich echt wieder einen Hals. Forza Motorsport macht ja echt so viel Spaß, aber die drei Vatare sind echt ein Krampf. So, jetzt aber nochmal hier die Gerade. Oh ja, Chaosrennen auf jeden Fall. Mein Sieg wäre sowieso sehr schwierig geworden. Bremsen auch erst am 100 Meter schön, ne? Oh. Ja, okay, ich war jetzt auch gerade ein bisschen scheiße, muss man klar sagen. Ich meine, gut, die Dreher und so ist ja auch meine Schuld, wenn ich hier so auf den Körb rutsche. Da können die drei Radare nichts dafür, aber sie sind trotzdem einfach nervig und eine Plage. Und ja, da kriege ich noch einen Dreher oder einen Stoß hinten auf den Arsch. Dankeschön, da rutsche ich halt wieder auf die Curbs, super. Ach komm, oh nicht, ey. Muss das sein. Hier sind wieder Curbs, von denen ich auch nicht runterkomme. Das setzt das Auto regelrecht auf hier. Ich wäre gern mal hier eine Runde ohne Verkehr gefahren. Ich glaube, da könnten wir richtig Spaß haben mit dem R8. Aber ja, das Rennen war jetzt einfach von vorneweg zum Scheitern verurteilt. Und die Curbs sind einfach zu krass und ich nehme sie halt einfach zu krass mit. Ja, egal. Muss man einfach munter putzen, Rennen vergessen. Das war auf jeden Fall absolutes Chaosrennen. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem die Unterhaltung. Lief halt jetzt gerade echt überhaupt nicht gut. Aber ja, egal. Ich würde sagen, wir fahren trotzdem nochmal ein Rennen. Meistens mache ich ja in der zweiten Folge einer Meisterschaft, fahren wir sogar ganze 4 Rennen. Und das mache ich jetzt heute auch nochmal. Und ja, vielleicht können wir dann nochmal vielleicht an die ersten beiden Rennen heute anknüpfen, vielleicht nochmal eine Goldmedaille holen. Das war jetzt auf jeden Fall absolutes Rennen zum Vergessen. Das lief halt mal absolut überhaupt gar nicht. So, speichern wir dennoch das Video ab. Möchten natürlich die ganze Scheiße auch von außen sehen. Ja, da bin ich wirklich nicht gut gefahren, muss ich klar sagen. Aber eine Teilschuld trifft wie immer auch die lieben drei Vatare. Wir haben sie halt alle lieb und alle gern. Die Scheißdinger. So.
Wir gehen zurück zum nach... Oh Gott. In Kalifornien mit seiner berüchtigten Korkenzieherkurve. Hätte ich es lieber nicht gemacht. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier ein ähnliches Rennen jetzt sehen werden wie in Yas Marina, weil wir haben hier auch wieder sehr, sehr langsame Ecken und da reagiert dann doch der R8 sehr, 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 sehr giftig. Und ja, gucken wir mal. Ich versuche das Beste. Ich versuche auch jetzt mal mich wirklich mal unabhängig von der Platzierung mal wirklich ein bisschen auf die drei Vatare einzuschießen. Das, also nicht jetzt wirklich drauf einschießen, aber naja, ein bisschen drauf reagieren und so, was die machen. Und vielleicht kriegen wir dann auch ansatzweise mal ein bisschen sauberes Rennen hin. Natürlich habe ich jetzt hier auf Yas Marina das Rennen auch zum Teil weggeworfen, weil ich ein bisschen zu aggressiv gegen die drei Vatare gefahren bin. Und das ist halt einfach tödlich, auch gerade bei diesen Leichtgewichten von Prototypen. Und dadurch habe ich mich auch dann zu leicht auf die äußeren Curbs tragen lassen. Und jetzt versuche ich einfach mal hier wieder mal, so wie ich zum Beispiel bei den V8 Supercars gemacht habe. Da waren zwar die Ergebnisse nicht so super, aber der Rennspaß war riesig gegen die drei Vatare, weil, muss man ganz klar sagen, ich mich total auf die drei Vatare eingelassen habe. Ich habe sie für vollwertig erachtet, also wie wenn ich jetzt gegen Mensch fahre. Und versucht hier wirklich sauber zu attackieren, sauber zu überholen. Es ist halt einfach echt so, muss man auch mal ganz klar sagen. Und es fällt mir auch auf, im Multiplayer, egal welches Spiel, ob das jetzt Project Cars ist oder ob das Forza ist, sobald KI mitfährt oder Schrägstrich 3 Vatar, gegen die fährt man einfach deutlich aggressiver. Man traut sich auch mal wirklich reinzustechen, ihn mal ein bisschen zu berühren. Und, oh, da kriegt schon wieder einen Schlag. Das macht man natürlich gegen andere Menschen nicht. Ne? Man möchte natürlich dem anderen das Rennen nicht versauen. Man möchte sich selber eigentlich auch nicht versauen. Aber gegen KI... Boah, Alter, da drückt sich jetzt hier wirklich noch links neben mich. Der hat doch einen echten Knall hier. Ja, und das macht man irgendwie automatisch. Und ich glaube, es geht ganz vielen so. Und ich versuche jetzt hier aber mal wirklich gegen die drei Vatare jetzt hier in diesem Rennen mal wieder ein bisschen Rennen zu fahren. Und ich glaube, dann klappt es auch wieder besser. Es muss ich mich einfach immer wieder selber ein bisschen dran erinnern. Komm, Junge, fahr doch Rennen und mach doch keine Scheiße. Und das war jetzt halt richtig scheiße. Da sind die jetzt hier beide innen durchgeschlüpft, weil ich ja ganz außen war. Jetzt vielleicht auf der Bremse kann ich nochmal... Oh ja, gut, der zieht halt komplett rein. Das kann ich halt auch nichts machen. Das dürfte man natürlich im echten Rennen auch nicht machen, was der jetzt gerade gemacht hat. Wenn ich hier neben ihm bin, darf er auch nicht einfach reinziehen auf seine Ideallinie, wenn ich da noch innen bin. Aber naja, egal. Wie gesagt, ich versuche jetzt einfach Rennen zu fahren, mal unabhängig von der Platzierung. Mal leichte Berührungen, wie ihr gemerkt habt, gibt es trotzdem. So, das mache ich halt das gleiche wie er auch. Ich ziehe einfach mal in die innere Linie rein. Der mit seinem Mazda. Mazda, sage ich schon, das ist ein Ferrari. Der versucht ständig innen reinzustechen, ne? In dem Jahr war das absolut richtig, was ich gemacht habe. Einmal mit seinen eigenen Mitteln geschlagen. Ja, und da versuche ich, ja, gerade noch angesprochen, ich versuche mich auf die drei Vatare einzuschießen, ne? Oder halt einzustellen. Und was mache ich? Okay, das war jetzt auch dumm von mir. Und was mache ich? Ja, der bremst hier einfach mal regelrecht ab. Ey, das ist aber echt Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, es war schon öfters so jetzt hier im Laufe des Let's Plays. Und ich meine, jetzt hier gerade bei den Rennwagen war das eigentlich in der Zwischenzeit richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht, zwischenzeitlich mit den drei Vataren, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt heute dran liegt oder an der Kategorie liegt. Aber jetzt hier in den Prototypen, die fahren so eine scheiß Linie. Vor allem auch die Bremspunkte von denen, die sind total bescheuert. Also ich weiß ja nicht, ob ich das nur ich so sehe, aber wenn ihr der mir jetzt zuguckt oder sagt ihr, hey Ray, du musst halt auch mal bremsen, aber die bremsen an Punkten, auch vor allem mit einer Bremsstärke, wie jetzt der hier auch, der bleibt ja in der Kurve fast stehen, das kapiere ich nicht. Das kapiere ich wirklich nicht. Und das macht es halt echt extrem schwierig, mit denen Rennen zu fahren. Ich meine, ich habe es jetzt wirklich versucht, mich auf die einzuschießen, im Sinne von wirklich halt so einen guten Rennfluss zu fahren, sie nicht zu hart quasi zu berühren oder sowas, aber ihr seht, ja, da bremst einer einmal richtig krank ab und ich kann nichts mehr machen, ne? Also das ist doch der Wahnsinn. Das verstehe ich nicht. Bremst hier auf der Anhöhe ab und steigt in die Eisen wie so ein Penner. Das kapiere ich echt nicht. Ja, also tut mir wieder leid. Also ich glaube, wir hätten mit dem Audi hier
eine ganz erfolgreiche Folge haben können. Ich meine, zwei sehr souveräne Siege haben wir eingefahren. Aber heute, oder beziehungsweise die letzten beiden Rennen, die hätten nicht sein sollen. Gut, Jasmarina war auch großenteils meine Schuld. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Viel mit der Brechstange. Und dann natürlich diese Curbs, die sehr giftig waren. Die haben es halt ein bisschen kaputt gemacht. Aber hier war es jetzt halt ja, wieder ganz blöd gelaufen. Also bis jetzt, sage ich mal so, Zwischenfazit mit den Prototypen. Beim Peugeot war ich noch nicht richtig eingefahren. Peugeot hatte ich sowieso ein bisschen meine Probleme auch. Der Audi hier, der fährt richtig geil, macht richtig Laune. Dennoch kommen wir in die Prototypen noch nicht so hundertprozentig rein. Also da sind wir zum Beispiel bei den Indycars oder auch bei den GTs deutlich besser unterwegs gewesen. Also hier fehlt auch wieder noch so ein bisschen die Erfahrung, der Rhythmus. Aber ich muss auch sagen, Prototypen bin ich auch ganz wenig bis jetzt gefahren und fahre ich auch nicht so oft. Also ich bin eher der GT-Fahrer wie der Prototyp-Fahrer, auch wenn ich die Prototype cool finde. Ah, muss ich mal konzentrieren. Also vielleicht können wir noch in den letzten beiden Kurven doch nochmal auf Gold rankommen. Da ist eine Lücke. Jetzt sind wir aber außen, das ist nicht so geil. Ganz hart abbremsen. Komm, spiel die Beschleunigung aus. Jawohl, ey, wir holen noch den zweiten Platz. Ich glaub's nicht. Wir holen noch den zweiten Platz, trotz diesem echt fatalen Unfall. Das heißt, der wäre vielleicht sogar ohne diesen Unfall tatsächlich Platz 1 drin gewesen, weil ihr habt gesehen, so weit weiter vorne war Platz 1 gar nicht. Also Fazit, bis jetzt der fünfmalige Le Mans-Sieger, beziehungsweise das Le Mans-Sieger-Auto, der R8 ist wahrlich ein Siegerauto, sehr, sehr starkes Auto. Gut, Abu Dhabi vergessen wir mal, da kann das Auto nichts dafür, da war ich einfach auch ein bisschen scheiße. Hier, ja, bremst halt ein Treiberteil einmal zu stark und ich habe damit nicht gerechnet, fein drauf und verkack halt das Rennen wieder erneut. Dennoch noch zweiter Platz und ja, wäre es jetzt zum Beispiel noch eine Runde länger gegangen, wäre da auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Und im Normalfall fährt man auch so Prototypen auch, wie gesagt, auf einer Langstrecke und nicht auf so kurzen Sprintrennen. Aber ist jetzt egal, wir wissen ja, wie es ist in Forza, da fahren wir sowieso nicht lange Rennen. Ja, bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß oder gerade der Audi hat sehr viel Spaß gemacht. Bin mal gespannt in der dritten Folge und letzten Folge mit den Prototypen, wie wir da so abschneiden werden. Da haben wir jetzt ja schon zwei Folgen, ganze 7 Rennerfahrungen im Gepäck, wie wir dann die letzten 3 Rennen so abschneiden können. Da werden wir dann mit dem Ferrari F333 fahren, auch ein sehr interessantes Fahrzeug. Und da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte dazu, zumindest von meiner Seite aus. Und ansonsten bin ich jetzt raus, die Folge ist sowieso schon ein bisschen länger geworden, aber ja gut, einen fünfmaligen Le Mans-Sieger bzw. Le Mans-Sieger-Auto können wir auch ein bisschen Ehre gebühren. Also, ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten, ciao, ciao.